Der erste Eindruck zählt. Das weiß auch der Flughafen Dresden und bemüht sich daher, seine Gäste mit einer nachhaltigen Servicequalität zu begeistern. Wer hier ankommt, der erwartet einen guten Service und der wird dank Servicezertifizierung auch geboten. Wir möchten dem Gast gerne ein Rundum-Sorglos-Paket bieten. Und das geht nicht ohne Qualitätsansprüche, das geht nicht ohne Qualitätsbewusstsein und das geht auch nicht ohne die Tatsache, dass man immer mal wieder seine internen Wege und Richtlinien hinterfragt. Der Flughafen Dresden besitzt schon seit Jahren das Siegel Service-Qualität in der zweiten Stufe. Genutzt wird dabei nicht nur die Außenwirkung des Qualitätssiegels. Intern bewähren sich Instrumente wie der Maßnahmeplan, der aufgestellt werden muss, als äußerst nützlich. Der hilft uns dahingehend, dass wir in regelmäßigen Abständen schauen können, was haben wir erreicht, wo stehen wir und wo sind noch Defizite, die wir vielleicht noch abstellen müssen. 1,9 Millionen Fluggäste wurden 2012 auf dem Flughafen Dresden gezählt. Das sind 1,9 Millionen Gäste mit den unterschiedlichsten Wünschen und gerade deshalb besitzt der Flughafen das Qualitätssiegel. Weil man zum einen einen Vergleich hat mit anderen Partnern, weil man verpflichtet ist, seine Serviceketten zu überprüfen, seine Arbeitsweise zu überprüfen, das Zusammenspiel der einzelnen Bereiche zu überprüfen, daraus Schlussfolgerungen abzuleiten und Verbesserungsvorschläge zu finden. Die Flughafeninformation im Erdgeschoss ist nur eine Möglichkeit, dem Gast seinen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Der Flughafen Dresden hat das erkannt und bietet dem Gast somit eine nachhaltige Qualität und einen attraktiven Service.